Jacques Attali war ein Berater von François Mitterrand, also dem ehemaligen Präsidenten von Frankreich, und schrieb im Jahr 1981: In der Zukunft wird es darum gehen, einen Weg zu finden, die Bevölkerung zu reduzieren. Wir werden mit den Alten beginnen, denn sobald der Mensch über 60, 65 Jahre alt ist, lebt er länger, als er produziert, und das kommt die Gesellschaft teuer zu stehen. Dann die Schwachen und dann die Nutzlosen, die nichts zur Gesellschaft beitragen, weil es immer mehr werden, und vor allem schließlich die Dummen. Euthanasie richtet sich an diese Gruppen. Euthanasie muss ein wesentliches Instrument unserer zukünftigen Gesellschaften sein, in allen Fällen. Natürlich werden wir nicht in der Lage sein, Menschen hinzurichten oder Lager zu organisieren. Wir werden sie loswerden, indem wir sie in dem Glauben lassen, dass es zu ihrem eigenen Besten ist. Eine zu große und größtenteils unnötige Bevölkerung ist etwas, das wirtschaftlich zu teuer ist. Auch gesellschaftlich ist es für die menschliche Maschine viel besser, wenn sie abrupt aufhört, als wenn sie allmählich verkommt. Wir werden nicht in der Lage sein, Intelligenztests an Millionen und Abermillionen von Menschen zu bestehen. Das können Sie sich vorstellen. Wir werden etwas finden oder verursachen. Eine Pandemie, die auf bestimmte Menschen abzielt. Eine echte Wirtschaftskrise oder nicht. Ein Virus, das die Alten oder die Älteren befallen wird. Es spielt keine Rolle. Die Schwachen und die Ängstlichen werden erliegen. Die Dummen werden es glauben und darum bitten, behandelt zu werden. Wir werden dafür gesorgt haben, die Behandlung geplant zu haben. Eine Behandlung, die die Lösung sein wird. Die Selektion der Idioten wird sich also von selbst erledigen. Sie werden allein zur Schlachtbank gehen. Deutlicher kann man es nicht sagen. Und da sind ja schon die Leute, die man loswerden will, die Alten. Im Grunde deckt sich das mit den Leuten, die sich jetzt, also die Impfpriorisierung. Erst die Alten, dann Genau. jetzt kommen auch Behinderte, die kriegen jetzt Johnson & Johnson und sowas, sagt man, all solche Dinge. Obdachlosen soll man das anbieten und so weiter. Also quasi. Und jetzt will ich es noch mal festigen. Dieses Fragment ist in dem Buch Eine kurze Geschichte der Zukunft gesammelt, das 2006 in Frankreich erschienen ist. Und Jacques Attali ist ein französischer Wirtschaftswissenschaftler und Gründungspräsident der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung.